Du willst wissen, wie du den Pfadfinder von Level 3 auf Level 4 levelst? Dann bist du hier genau richtig. Denn um den Pfadfinder von Level 3 auf Level 4 zu leveln, müssen wir 20 Gegner mit einer Feuerwaffe töten, einmal das Klassen-Item, das Uplink-Protokoll benutzen und einmal die Klassentechnik, das Armaros-Interface, das ist die gehackte Azrael-Drohne. Müssen wir einmal benutzen. Das ist gar kein Problem. Erstmal werden wir hier noch gejagt. Irgendwo ist noch ein Gegner. Wo haben wir den? Okay, der zählt nicht für mich leider. Davon abgesehen, dass ich so eine Granate... Ach, guck mal da. Eine Granate war und keine Schusswaffe. Hier haben wir drei. Sag mal, der eine hat sich... Was ist das immer mit den Gegnern, dass sie sich unter meinen Schüssen wegducken, sag mal? Wir haben doch einen... Ihr habt doch den... Ihr habt den Arsch auf und ich habe kein Aim. Juhu! So, das waren vier Gegner. Und 500 Schüsse. Mein Aim war auch schon mal besser. So, ich weiß auf jeden Fall, wo wir die restlichen 16 Gegner herkriegen müssten. Allerdings höre ich hier in der Wildnis noch jemanden rumlabern. Warte mal, ich deaktiviere erstmal den Vasili. Nicht den Vasili, den Fixit. Der geht mir mit seiner Drohne nämlich jetzt schon wieder auf den Keks. So. Banane. Banana. Genau aus dem Grund habe ich das Interface normalerweise komplett aus. Ich habe das jetzt aber an, damit wir sehen, was in den taktischen Depots drin ist. Die aus irgendeinem Grund nicht piepsen. Ich vermute, weil ich halt Entdeckungstöne und halt alles aus habe. Und aus irgendeinem Grund habe ich auch dauernd Frame Drops. Weiß der Kuckuck warum. CPU läuft voll auf Anschlag. Na gut, vielleicht hätte ich die Grafik nicht auf Ultimativ stellen sollen. Na gut, was soll's. Gut, so, hier haben wir auf jeden Fall einen Gegner gehabt. Einer steht noch hier für gewöhnlich rum, jawohl. Und da laufen normalerweise auch noch 2-2er Patrouillen, aber da oben dürften auch noch ein paar Gegner sein und dort müsste auch noch irgendwo einer stehen. So ist das normalerweise. Wenn ich nicht komplett schief gewickelt bin. Ah, vielleicht steht er hier dazwischen. So. Aber ist das hart klein? Ich guck mal gerade nach. Das kommt mir alles sehr, sehr groß vor hier. Interface-Größe klein. Aber ist eigentlich klein. Aber ich mache jetzt mal gerade die Beutebenachrichtigung auf Light. Dann wird nämlich nur der Text angezeigt und nicht so ein riesen Bild angezeigt. So. Da oben ist die 2er Patrouille, die eine, von der ich berichtet habe. Ich fühle mich so fremd gerade in dem Spiel, ne? Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Vor dieser Aufnahmesession. Ach, da steht er. Siehst du, wusste ich es doch. Gut, ich habe gedacht, hier dazwischen, aber was soll's. Da ist auch eine Leiter. Wie praktisch. Ja, dann klettert doch auch hoch, mein Gott. Boah, drei Gegner auf einem Haufen. Da hinten noch ein Einzelner, das ist sein Todesurteil. Hallo. Ich liebe die Digital-Zieloptik. Was geht mit ihm hier? Hm. Team, Position halten. Halt. Kein Risiko eingehen. Hallöchen. Hat er gerade Alter gesagt? Junge, Junge, haben die keine Disziplin oder so? Aber das ist Sentinel, was erwarte ich? Oh, ein Funker. Jetzt drin wird wieder ein Porno gedreht. Ist ja klar. Wie das halt immer so ist hier. Hallo. Ich verschone niemanden, der eine Waffe auf mich richtet. Ach, ehrlich, spürst du das auf deiner Kiste da? Einmal Teile zerlegen. Zack. Oh, hallo? Glaubst du, ihr seid nicht allein? Würdet ihr nur halb so viel labern? Scheiße, nicht schlecht, Boss.
Würden die nur halb so viel labern, wüsste ich zu 90% nicht, wo die sind. Und es wäre viel, viel spannender. Aber die labern ja mehr als, keine Ahnung, irgendein Podcaster oder so. So, das waren die 20. Komm, du darfst auch noch mit. So. Dann gehen wir mal wieder in Deckung. Team, zu mir. Zu meiner Position. So, und wenn du dich fragst, wie ich das mit diesen Voice Commands mache, das mache ich mit der Software Voice Attack. Und ja, genau, dazu habe ich auch ein Tutorial auf meinem YouTube-Kanal. Und sogar ein, spielt sogar das Preset mit den Commands zum Download an. So, dann benutzen wir mal hier das Uplink-Protokoll. Damit wird beim Pfadfinder die Klassentechnik aufgeladen. Und dann am PC, ist glaube ich sogar standardmäßig so mit Y eingesetzt. Und Konsole glaube ich mit LR und LR, genau, L1 und R1 gleichzeitig oder so, ich weiß es gar nicht genau. So, muss ich damit jetzt auch jemanden töten oder reicht scannen? Ist da überhaupt, ist gar keiner mehr, sag mal. Hä? Ah, da hinten. So, dann Feuer! Da hinten sind noch welche drin. Ach man, das dauert immer so lange. Kann man da eigentlich zoomen? Oh, man kann zoomen. Nice. So, und Feuer! Bam! Rakete am Kopf, auf dem Kopf. Unten haben wir noch einen. Ne, das ist ein Zivilist. Den möchte ich ungern töten. Ist das ein Gegner? Nö, das ist ein Zivi. Da hinten ist noch ein Gegner. Falsche Taste. Geil, zwei auf einen Streich. Da ist noch einer. Einer, komm. Oh mein Gott, es reicht nicht mehr. Schade. Gut, aber wir sind auf Level 4 auf jeden Fall. Ich habe die Meldung irgendwie verpeilt, aber auf jeden Fall, wir sind auf Level 4. Und mit Level 4 geht es in der nächsten Folge weiter. Abonnier den Kanal, wenn du es nicht verpassen willst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.